Ja, hallo liebe Kinder. Ja, heute ist Sonntag, 31. Januar. Wie versprochen, gibt es jetzt wieder eine Geschichte. Ah, es gibt sogar zwei Geschichten. Und es gibt diesmal eine Geschichte, die mögen bestimmt auch gerne die großen Leute hören. Und sie ist von James Krüss. Das war ein ganz bekannter Mann, der viele Kindergeschichten, aber auch andere Geschichten geschrieben hat. Und so sieht's aus. Das ist der Deckel von dem Buch. Meyers Buch vom Menschen und von seiner Erde. Und James Krüss hat geschrieben und dazu gibt es zu jeder Geschichte auch ein schönes Bild. Ich lese euch jetzt eine Geschichte über Afrika. Da werdet ihr gleich jetzt erfahren. Und dann später lese ich noch eine Geschichte über die Wüste, weil es ja auch in Afrika viele Wüsten gibt. Hier seht ihr das Bild zu Afrika. Das könnt ihr euch jetzt einen Augenblick anschauen. Dann lese ich einen Teil der Geschichte. Dann zeige ich euch noch einmal das Bild. Dann lese ich die Geschichte zu Ende. Und dann gibt es noch einmal das Bild. Und später folgt dann noch die Geschichte über die Wüste. Ja, also, jetzt lese ich. Afrika. Auf einer Reise sah ich in einem einzigen Tag Zebras, Gnus, Antilopen, Giraffen, Elefanten, Perlhühner, Marabus, Geier und viele andere Tiere. Solch eine Fülle wilder Tiere gibt es nur noch in Afrika. Afrika, zweitgrößter unter den Kontinenten, wegen der meist dunkelhäutigen Bewohner, auch schwarzer Erdteil genannt, ist dreimal so groß wie Europa, aber nur halb so dicht bewohnt. Bespült vom Mittelmeer im Norden, vom Atlantik im Westen und vom Indischen Ozean im Osten ist es geografisch ein großer einheitlicher Block, viel weniger gegliedert als Europa, und seine Vegetationszonen sind hübsch gleichmäßig verteilt. Durch die Mitte Afrikas läuft der Äquator, um den der von Affenschreien erfüllte Urwald gelagert ist. Nördlich und südlich davon liegen die warmen Subtropen mit ihren tierreichen Savannen. Und an den Enden gibt es Wüsten. Im Norden die Sahara, in der die Beduinen leben. Im Süden die Wüste Kalahari, in der die Buschleute leben. Westlich davon die Wüste Namib, in der die Welwitschia mirabilis, eine Urpflanze, ihre meterlangen Blätter in den Sand lackt. Die Bäume, die zu diesen Zonen gehören, sind in der südlichen Baumsteppe die dornigen Schirmakazien, im äquatorialen Regenwald an der Küste die Mangroven, deren Wurzeln oberhalb des Bodens beginnen, und in den Oasen der Sahara die königlichen Dattelpalmen. Afrikas Reichtum aber sind, wie lange noch, die wilden Tiere. In den Gewässern tummeln sich Flusspferde und Krokodile, um Reste toter Tiere streiten sich Geier, Hyäne und Schakal. Durch Buschland und Savanne laufen all jene Tiere, die ich an einem einzigen Tag gesehen habe. Auf lebende Bäume lauern die großen Wildkatzen, Löwe und Leopard. Und vor allem in der Nähe des Äquators siehst du am Boden oder auf den Bäumen Gorilla, Schimpanse und Pavian. So, jetzt gucken wir noch mal einen Augenblick auf dieses schöne Bild. Mal sehen, was ihr da so von der Geschichte erkennen könnt. Was sehe ich denn da oben? Ich glaube, da oben in dem Tint, das sind ja wohl die Beduinen in der Wüste, nicht? Da steht auch ein Kamel. Ja, da steht ein Kamel, das stimmt. Und dann in der Mitte, da sitzt ein Elefant. Ein Elefant.
Und was ist da ganz unten zu sehen? Ja, das ist wohl ein Dorf und hinten ist auch eine moderne Stadt, die es in Afrika auch gibt, mit Hochhäusern. So, dann lesen wir jetzt mal die zweite Hälfte. Früh erschien auch schon der Mensch in Afrika. Wahrscheinlich ist er hier sogar entstanden. Denn das älteste bislang gefundene versteinerte Skelett eines schon menschlichen Wesens, von den Entdeckern scherzhaft Lucy genannt, fand sich in Ostafrika. Es ist 3,5 Millionen Jahre alt. Adam kam aus Afrika, behauptet der Amerikaner Robert Adray in einem Buch. Heute ist Afrika hauptsächlich von Schwarzafrikanern, in der Mehrzahl aus dem Sudan und Bantus bewohnt. Im Norden leben noch hellerer Haut Araber und Berber. Im Süden eine gelbhäutige Menschengruppe mit Pfefferkornhaar, sagt man so. Das sind die Hottentotten. Und in Südafrika, Namibia und Simbabwe leben auch Weiße, deren Heimat Afrika geworden ist. Lange bevor die Europäer nach Afrika kamen, gab es hier schon große Reiche und Kulturen. Die Pyramiden, Tempel und Mumienkultur der alten Ägypter am Nil, die reiche Handelsstadt Karthago an der afrikanischen Mittelmeerküste von Leuten aus Kleinasien gegründet und südlich der Sahara schwarzafrikanische Königreiche wie das von Benin, das für seine schönen Bronzeköpfe bekannt ist. Die traurigste Epoche Afrikas waren das 16., 17. und 18. Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurden Afrikaner von europäischen Kaufleuten als Sklaven nach den beiden Amerika verkauft. Afrikas Tränen düngten Amerikas Boden. Im 19. Jahrhundert teilten die damaligen europäischen Großmächte, vor allem England und Frankreich, Afrika unter sich auf. Es entstanden die großen Kolonien, aus denen Tropenholz und Tropenfrüchte, Datteln und Bananen, Kakao und Kaffee, Erze, Gold und Diamanten und später auch Erdöl ausgeführt wurden. Noch zu meiner Kindheit hieß ein Laden von Produkten aus den Kolonien Kolonialwarenladen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Welt am bösen Beispiel Adolf Hitlers gelernt hatte, wohin Rassenwahn führen kann, brachen die Kolonialreiche zusammen. Es entstanden vor allem in den Jahren 1960 selbstständige afrikanische Staaten, teils große wie der Senegal, Nigeria oder Kenia, teils kleine arme wie Obervolta oder Mauretanien. Afrika zu meiner Kinderzeit noch ein halbes Fabelland mit sogenannten Wilden, Krokodilen, Papageien und Giraffen geht heute, hier langsamer, dort schneller, seinen Weg ins 20. und 21. Jahrhundert und ins Industriezeitalter mit allen Vor- und Nachteilen, die beide haben. Also natürlich nicht ins 21. Jahrhundert, noch ins 20. Jahrhundert, habe ich mich ja verschrieben. Wir sind ja jetzt 2021. Ne? So, das war sozusagen eine Geschichte über Afrika und die Menschen dort und die Tiere dort. Und hier ist noch einmal die Zeichnung, die zu dieser Geschichte gehört. So, jetzt machen wir eine kleine Pause. Und dann lese ich noch eine Geschichte über die Wüsten. Und mein Segelschiff steht ja weiter hinter mir, ist jetzt so kalt, dass man auf dem Wasser, glaube ich, gar nicht segeln kann. Und dann ist ja vielleicht besser, ich lese noch eine Geschichte und hoffe, dass sich daran große Leute und kleine Leute ein bisschen freuen. Also, bis gleich.